Pater Theo von Corona Ecclesia. Liebe Gemeinde, ich halte jetzt eine Predigt an die Polizei. Tatü, tata, tatü, tata! Liebe Bürger, Sternchen innen in Uniform. Am 9. Januar im Jahre 2021 haben Sie hart durchgegriffen gegen Maskenmuffel und Vortragende, die nicht die 1,5 Meter Abstand eingehalten haben. Sie zeigten damit Ihre Resolutheit und dass Sie brave Diener Sternchen innen des Repressionsapparates der Regierung sind. Ich hoffe, Sie werden auch heute eine ähnliche Strenge an den Tag legen, wenn Sie die neue Taliban-Verordnung durchsetzen, laut der keinerlei irdischen Freuden in Form von Musik und Tanz, weder live noch aus der Konserve, den Geist verwirren und vom wahren Corona-Glauben ablenken dürfen. Sie werden sicherlich bald befördert werden, erhalten das Bundesverdienstkreuz und wenn Sie etwas Glück haben, bekommen Sie letztlich die erlösende Spritze. Wichtig ist aber, dass auch Sie sich an die AHA-Regeln halten. Ich beobachte nachts des Öfteren meine Bürgerpflicht nachkommen von meinem Küchenfenster aus, dass dies nicht immer der Fall ist. Letzte Woche hat der Schwurbler Theo von der Bühne herab von der Pandemie als Krieg gegen das Volk gesprochen. Ich, Pater Theo und nicht Pater Matteo, wie ein Anti-Schwurbler-Videoportal mich fälschlicherweise bezeichnete, sage, ja, wir befinden uns im Krieg. Im Krieg gegen einen Killer-Virus. Deshalb ist Zero-Covid auch so ein heiliges Ziel. Alle Menschen sollten sich eigenverantwortlich isolieren, bis alle Viren ausgerottet sind. Und auch die letzte Existenz solidarisch geopfert wurde. Was Sie vielleicht schon mitbekommen haben, sei es durch sogenannte alternative Medien oder durch selbsternannte Experten, die sich über unsägliche Desinformationsflyer in ihren Briefkästen an Sie heranwanzen, sind angeblich schon etliche Menschen weltweit durch die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca und anderen Herstellern gestorben oder leiden massiv an Impfschäden. Und in Norwegen geschah vermeintlich schon ein richtiges Impfmassaker. Dutzende Menschen sollen nach der Impfung an oder mit selbiger verstorben sein. Nun wurde hier auf dem Alexanderplatz von einer Covid-Jod-Aktivist-Sternchen in 24 Gründe genannt, warum man sich nicht impfen lassen sollte. Pater Deo aber sagt, diese 24 Gründe sind genau der Grund, warum man sich impfen lassen sollte, wenn nicht müsste. Ja, Sie gehen ein hohes Risiko ein, dass Sie erkranken oder sterben. Aber dafür werden Sie im Corona-Paradies auf ewig belohnt. Denn 88 Jungfrauen, Jünglinge oder Jungfledermäuse, Sternchen innen, je nach sexueller Orientierung, warten auf Sie. 88 Gründe gegen 24 Gründe. Diese Rechnung kann jeder, der nicht dem RKI oder der Bundesregierung angehört, selbst lösen.
Was man nie vergessen darf, Tote durch Impfung sind Märtyrer für die Herdenimmunität. Es ist endlich Zeit, vom überholten körpereigenen Immunsystem wegzukommen und ins kontrollierte, körperfremde Transhumansystem einzusteigen. So wie es der Impfpapst Bill Gates, einer der heiligsten Führer des transhumanen Faschismus, propagiert. Jeder, der Mensch, wird endlich wahrhaft rein. Jeder Körper wird von innen gesäubert. Mikroroboter werden ständig auf der Patrouille sein, auf der Suche nach Viren, Bakterien und Pilzen, um diese unverzüglich zu neutralisieren. Die Göttin Corona hat uns den Virus geschickt, damit wir lernen, wachsam zu sein. Covid-Jod, Sternchen innen und solche mit einer Anpassungsstörung von Weitem zu erkennen. Diejenigen, die dagegen protestieren, dass unsere Klassenzimmer hygienegerecht umgebaut werden, auf den richtigen Pfad zurückzuführen. Und diejenigen, die keine FFP2-Masken tragen, wollen der gnädigen Obhut der Gesundheitsbehörden zu übergeben. Nur auf diesem Wege können wir alle zu gehorsamen Untertanen-Sternchen-Innen und zu guten Staatsbürger-Sternchen-Innen werden. Denn die Zeit der Aufklärung haben wir endlich hinter uns. Nun sind wir wieder dort anbelangt, wo vor 400 Jahren der Glaube die einzige ehrenwerte Tugend war. Und heute blüht diese Zeit wieder in neuem Glanze mit dem vierten Gebot. Hört auf Weißkittel, die neben Politikern stehen. Also, liebe Polizist, Sternchen innen, folgt brav dem ersten Gebot und huldigt unsere neuen Herrscher-Sternchen innen, den Multimilliardär-Sternchen innen und den Oligarch-Sternchen innen, die die Weisheit der heiligen Corona verkündeten und uns auf dem Weg ins Corona-Paradies führen werden. Ich rufe, Kampf bis zur völligen Ausrottung aller Virenwirtssternchen innen. Es lebe der Viruspatriotismus. Impfen macht frei! Vielen herzlichen Dank. Ja, ich muss euch ein Geständnis machen. Ich bin Corona tatsächlich auch ein ganz klein bisschen dankbar. Das fällt mir schwer zu sagen und es gibt vieles, für das ich nicht dankbar bin. Das muss ich gar nicht alles aufzählen. Aber es gibt auch etwas, wofür ich dankbar bin, weil dieses merkwürdige Geschehen hat es möglich gemacht, dass ich Menschen treffe, mit denen ich mich authentisch, echt und wahrhaftig verbinden kann. In diesem Protest finden sich die tiefen alten Seelen wieder. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Es hätte nicht so einen Scheiß drumherum gebraucht, vermute ich, hoffe ich, wünsche ich mir. Aber jetzt ist es so. Und dafür bin ich auch dankbar. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, we shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep
in my heart. We shall all be free. We shall all be free. We shall all be free someday. All deep in my heart, we are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.